Leute, nächste Gruppe, Gruppe F, mit meinem, ja, meiner zweiten Lieblingsmannschaft nach Deutschland, Argentinien, mit Bosnien-Herzegowina, Nigeria und dem Iran. Auch in dieser Reihenfolge erwarten wir das Ende der Gruppe, also Argentinien gewinnt vor Bosnien, danach Nigeria und Iran. Iran, sehr wenig Chancen, gerade in der Gruppe. Argentinien ist für mich ein Mitfavorit, die kennen das südamerikanische Klima, sind mittlerweile sehr erfahren. Ein paar Spieler haben gerade die großen Titel abgeräumt. Also könnte ich mir das gut vorstellen. Zumal wenn Messi in Normalform kommt, dann sollte das passen, von der Qualität her. Dann auf Platz 2 die Bosnien, die sind stark. Die habe ich als Geheimfavorit auf dem Zettel. Ich meine, die haben eine Top-Offensive und sind auch hinten gar nicht mal schlecht. Dann Nigeria für mich leider raus. Und der Iran, wie gesagt, auch ohne Chancen. Beim Iran ist mir ein Spieler, den habe ich rausgeschrieben, Nekunan. An dem könnte viel Verantwortung hängen oder dürfte auf jeden Fall viel Verantwortung hängen. Aber ob der das Blatt alleine wenden kann zugunsten des Irans, ich bin sehr skeptisch. Auf Seiten der Bosnier habe ich Sead Kolasinac rausgeschrieben, Außenverteidiger von Schalke, der auf jeden Fall ein bulliger Typ ist, ordentlich Power reinbringt und ich glaube auch eine große Rolle bei der WM spielen kann. Sowohl was die Abwehrarbeit anbelangt, als auch Flanken etc. Da könnte einiges gehen. Dann auch aus der Bundesliga Sadiovic von der TSG Hoffenheim. Der wird mit seinen Freistößen und mit seinen Elfmetern eventuell auf jeden Fall für Furore sorgen können. Muss so ein bisschen die Kreativität aus dem bosnischen Mittelfeld besorgen. Vorne als Abnehmer Dzeko drin von Manchester City, kennen wir auch noch vom VfL Wolfsburg. Einer der besten Stürmer in meinen Augen der Welt, hat in England auf jeden Fall immer viele Tore geschossen, auch wenn er wenig Einsätze bekommen hat, beziehungsweise kurze Einsätze. War auf jeden Fall wichtige Tore auch dabei, zum Beispiel beim vorentscheidenden 5-0 von Manchester City in dieser Saison, vorletzten Spieltag, das 1-0 gemacht. Also auf jeden Fall wichtiger Spieler. Und dann habe ich noch Pjanic aufgeschrieben, vom AS Rom, bei Transfermarkt.de so ein Lieblingsthema für das eine oder andere. Der wird zu aller Voraussicht nach nicht zu Bayern, weil ich nicht gerade beim AS Rom verlängert. Aber den könnte man auf jeden Fall auch im Auge behalten, beziehungsweise sollte man im Auge behalten, wenn man sich für guten Fußball interessiert. Bei Nigeria haben wir uns zwei Spieler notiert, die vom FC Chelsea stammen. John Obi Mikel und Victor Moses. Beide auf jeden Fall Mittelfeldspieler. Einer ein bisschen weiter hinten, einer ein bisschen weiter vorne. Wir sind gespannt. Also vom Mittelfeld her könnte das bei Nigeria sogar passen, aber in der Gruppe gegen Bosnien und Argentinien das Weiterkommen zu schaffen, ist aus unserer Sicht sehr schwierig. Also glauben wir eher daran, dass Nigeria trotz Mikel und Moses es nicht schaffen wird. Kommen wir zu den Argentiniern. Da kann man eigentlich jeden nennen, was Qualität und Anlage, wenn man sich anschauen sollte. Auf jeden Fall allen voran Messi. Das ist der Topstar der Welt. So, schaut euch den an. Mal gucken, ob er es schafft, bei Argentinien diesmal besser zu sein als sonst im Rest der Nationalmannschaft. Bei Barcelona läuft es ja eigentlich. Auch diese Saison war es ziemlich gut. Auch wenn er nicht das Niveau der Vorjahre erreicht hat. Dennoch passte das. Dann Aguero kann man den vorne drin. Dazu noch Lavezzi und Higuain zum Beispiel sind auch vorne drin. Die haben sich sogar den Luxus erlauben können, Tevez zu Hause zu lassen. Von daher, die Offensive der Argentinier wird auf jeden Fall bombastisch sein. Darauf können wir uns einstellen. Das muss auch deren Hoffnung sein. Defensiv haben sie zum Beispiel Mascherano. Aber ob das alles alleine raus ausreichen wird. Zumal sich die Argentinier nie wirklich in den letzten Jahren von einer großen Defensive haben leiten lassen, sondern eigentlich mal offensive Akzente gesetzt haben. Also darauf auch achten. Zum Beispiel auch mit Eric Lamela. Der hat beim AS Rom richtig gut gespielt, ist dann für ziemlich viel Cash zu Tottenham gewechselt. Da nicht ganz so gut, aber mal gucken, vielleicht greift er bei der WM oder bei der nächsten Saison auch wieder. Zu guter Letzt ist auch der Torwart von Argentinien, Romero. Hat bei der WM 2010 zum Beispiel gegen Müller einen ziemlichen Fehler gemacht im Viertelfinale. Muss man gucken, vor dem 1-0, muss man gucken, ob das passt. Aber wie gesagt, Argentinien lebt eher von der Offensive als von der Defensive und dementsprechend sollen wir da das Hauptaugenmerk drauf legen. Ich bin gespannt. Argentinien auf jeden Fall eine coole Mannschaft. War ja auch in dem Trikot letztes Mal gesehen. Also ich denke, Argentinien wird das packen mit dem Gruppensieg, dann nach Bosnien weiter. Mal dann gucken, wie es weitergeht für die beiden Teams.